Kennst du das auch? Du beschäftigst dich so viel mit spirituellen Themen und wenn du dann damit nach außen gehen willst oder es vielleicht sogar schon tust, bei Fremden stößt du auf großes Interesse. Aber wenn du das in der Familie ansprichst, Heidewitzka, da stößt man doch auf den ein oder anderen Gegenwind. Und das ist sehr interessant, weil das sehr verbreitet ist. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass in jeder Familie vielleicht eine, manchmal zwei Personen sind, die sich für das Thema interessieren oder die vielleicht ein bisschen offen dafür sind. Ah, es gibt natürlich alles, ist mir auch klar. Aber heute geht es in erster Linie mal darum, dass eben diese Energien, die dann dort sind, beginnen zu heilen, sodass alle Lichtwirker mit ihren Familien ganz selbstbewusst umgehen können, reden können und zu sich selber stehen. Denn wenn sie das können, so richtig in der Tiefe zu sich selber stehen, ja, dann läuft der Rest ganz von alleine. Weil wenn man so in sich gesettelt ist, wenn man so in sich selber ist, im Selbstbewusstsein ist, dann kann kein anderer daran irgendwas machen. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt: Was juckt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr wetzt? Der ist schon ganz gut, aber ich habe jetzt einen besseren erfahren. Was kann ein Wattebausch einem Diamanten anhaben? Nimm den Spruch, wenn er dir besser gefällt. Denn so ist es. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's darum, diese Energien, die dazwischen uns, sag ich mal, zwischen denjenigen überall sind, die mit der Spiritualität, überhaupt mit diesem Lichtwirken keine Resonanz haben, die sollen jetzt aufgelöst werden. Und dazu freue ich mich riesig, dass ich Annelie Günth wieder dazu gewinnen konnte. Dir nach dieser schönen langen Einleitung erstmal herzlich willkommen und Annelie, hallo. Hallo, hallo lieber Andreas. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du dich bereit erklärt hast und du hast mir gesagt, Erzengel Gabriel ist schon im Feld. Das heißt, er kommt jetzt zu uns dazu und los geht's. Ja, also was ich erst noch dazu sagen möchte, weil ich habe das große Glück, dass meine Familie hinter mir steht. Also meine Eltern sagen immer wieder, dass sie ganz stolz sind auf mich. Und das war aber ein Prozess. Also als ich mein spirituelles Erwachen hatte und dann auch angefangen habe, davon zu erzählen, da hatten sie erstmal Angst. Also das war erstmal so, Gott, was ist jetzt los? Und dann habe ich auch versucht, mich ja bedeckt zu halten. Und das habe es nur heimlich getan und nur Freunden geholfen, wenn wenn wirklich es 11:55 war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn man es direkt anspricht und richtig dazu steht, so wie du es eben auch gesagt hast, Andreas. Weil ich habe jetzt gerade so eine Erfahrung gehabt, auch vor kurzem, wo ich es zum Beispiel einem Freundeskreis von meinem Mann nicht gesagt habe. Und die haben das dann irgendwie halt rausgefunden. Und das war dann schon erstmal unangenehm energetisch, ja. Und ich bin dann auch mit meiner Familie, also mit den Verwandten, bin ich dann auch so vorgefahren, als sie das dann einfach gewusst haben, dass ich dann bewusst gesagt habe, was ich da eigentlich mache und was es mir bedeutet und wie dankbar ich für die Arbeit bin und für das, was ich erlebe. Und dann kam auch ganz, ganz liebevolle Resonanz, ja. Und das ist im Alltag einfach oder im Alltag mit den Verwandten ist das, glaube ich, der Schritt, der alle von uns im Moment gehen müssen, und zwar die Wahrhaftigkeit zu leben. Das ist ja das große Thema von uns ganzen Lichtwirkern, Lichtbringern, dass wir unsere Wahrhaftigkeit leben. Und das bedeutet, in dem sich zeigen als spiritueller Mensch und in dem, ja, auch darüber zu sprechen vielleicht, ja, wenn der andere es möchte. Und auf diesen Weg wird uns jetzt Erzengel Gabriel begleiten. Als ich gerade im Vorgespräch mit Andreas war, da habe ich gesagt, oh Andreas, was meinst du, was channel ich jetzt? Und dann war schon Erzengel Gabriel da. Und das ist jetzt die Frequenz. Erzengel Gabriel gibt schon Informationen, dass es jetzt hauptsächlich darum geht, zu entspannen und den Stress loszulassen, bekomme ich gerade rein. Das ist sehr interessant. Schauen wir mal, wie wir die Felder verschieben können,
ich bekomme jetzt schon Informationen rein von Erzengel Gabriel, dass wohl die Quantenfelder verschoben werden, dass es für euch leichter ist, euch in diesem Zeitalter zu zeigen, denn es gibt ja sehr viele Inkarnationen, in denen man für das Wirken als Spiritueller verfolgt worden ist, und das sitzt einfach oben drüber, die Angst, ausgegrenzt zu werden, die Angst, verurteilt zu werden, und das ist ja das, was überlagert, deswegen traut man sich es ja nicht zu sagen, und deswegen kann man auch nicht in der absoluten, wie soll ich das sagen, so eine Art von Bodenständigkeit über Spiritualität reden. Ja? Das erscheint für viele absurd, aber man darf auch dieses sehr spirituelle, sehr abgehobene trotzdem ganz bodenständig oft rüberbringen. Und so mache ich das oder versuche ich das in meinem Freundeskreis, und das kommt bei denen, die noch nicht so viel mit Spiritualität zu tun haben, ganz gut an. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt, Andreas. Beginne ich mit dem Channeling oder magst du auch noch was dazu sagen? Ja, gerne sage ich da noch was zu, denn ich hatte gerade einen Impuls. Ich habe mal erfahren, und ich finde diesen Spruch einfach nur genial, dass ein ganz großer spiritueller Lehrer gesagt hat, zu jemandem, der sagt, ach, ich bin erleuchtet, der sagte wirklich, kein Problem. Dann gehst du nächste Woche mal in deine Familie zurück nach Hause und für eine ganze Woche bleibst du dann da und dann kommst du wieder her und dann sehen wir mal, ob du dann immer noch erleuchtet bist. Ja, Amelie lacht schon, weil wir wissen ganz genau, es kommen sofort die Bilder rein. Du weißt genau, was das bedeutet, in die eigene Familie zu gehen. Und genau deswegen, weil das so ist, machen wir heute diese energetische Heilung des Feldes. Danke dir, dass du dabei bist. Danke Erzengel Gabriel, dass er jetzt bei uns ist. Und danke Amelie. Los geht's. Und so setzt du dich bequem hin und du beginnst, deine Augen zu schließen. Und wir atmen ganz ruhig. Und es bauen sich die Energien im Raum auf. Erzengel Michael, Uriel, Erzengel Samuel und Erzengel Michael. Erzengel Raphael. Und Erzengel Metatron kommt auch ins Feld. Ich sehe jetzt, wie die aufgestiegenen Meister sich positionieren um euch herum. Es ist wie eine Art Kreis. Und Erzengel Raphael beginnt sich zu verankern im Raum. So beginnen wir mit Erzengel Gabriel die Energien zu verbinden. Das heißt, du gibst auch langsam die Absicht ins Feld, dass Erzengel Gabriel sich mit dir verbindet. Und so bitte ich die Quelle, mich in die Ebene, in das Licht der Quelle zu stellen, dass ich hier für dieses Channeling ausschließlich aus den Ebenen des reinen Lichts herausspreche. Und so bitte ich, die Frequenzen von Erzengel Gabriel sprechen zu lassen. Meine Energie hält Einzug in diesen Raum. Ich bin, der ich bin, und der ich immer sein werde, Erzengel Gabriel. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte bin ich ein tiefer Freund von dir, von all den Menschen. Hauptsächlich lehrte ich die Spirituellen über die Jahrtausende hinweg. Bereits in Lemurien mehr und mehr die Verbindung zu dem All-Eins zu führen. Meine Aufgabe galt, die spirituellen Kräfte mehr und mehr zu entfachen
Und so ist meine Aufgabe heute, dir die Hand zu reichen und dich darin zu bestärken, den Weg zu gehen in der Wirklichkeit. So ist es uns auf der anderen Seite klar, dass es in den Ebenen der dritten Dimension nicht einfach ist, zu dem zu stehen, was die Wirklichkeit bereithält. So kam deine Seele mit unendlichem Mut und einem großen Herzen zu dem Entschluss, genau diesen Transformationsdiamant zu sein. Und so wie eben bereits besprochen wurde, was kann einem Diamant passieren? Und so bist du unantastbar, für uns ein großes Juwel, ein Edelstein. Sei dir gewiss, dass wir dich außerordentlich hüten und leben. Meine Energie hält Einzug in dein Herz. Und so beginnen wir, die Leitebenen aus all den Zeiten aufzulösen . Hellgrünes Licht beginnt sich um dich herum aufzubauen. Ich lege dir einen Edelstein in deine Hände, grün schimmernder Aventurin. Mit diesem diamantenen Edelstein, glänzend, funkelnd, glitzernd in grünem Licht, wirst du zukünftig immer wieder dein Herz heilen können. Wenn du das Gefühl hast, dass Ablehnung deines So-Seins geschieht. Und wenn du bereit bist, so nimmst du diesen grünen Edelstein Aventurin in dein Herz. Alle Herzblockaden lösen sich auf in Raum und Zeit. Und so bin ich da und werde immer an deiner Seite sein. Erzengel Gabriel beginnt, das Herzchakra zu reinigen. Ich bekomme Informationen, dass ich nun beginnen darf, in der Akasha-Chronik mit Hilfe von Erzengel Metatron Traumatisierungen zu löschen. Und so lösche ich mit Erzengel Metatron und mit deinem inneren Ja Inkarnationen, in denen du erlebt hast, wie man dich für deine Spiritualität ausgrenzt, belacht, erniedrigt. Und das löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, in allen Ebenen des Seins. Schuld ist gleich, Energie ist gleich, löschen, löschen, löschen in der Akasha-Chronik.
Wir schauen uns an, was die geistige Welt noch zeigt. Die geistige Welt zeigt, dass der Ursprung von den Eltern sich nicht angenommen fühlen, sind innere Kindaspekte, in denen ihr das Gefühl habt, dass ihr, so wie ihr seid, nicht geliebt und anerkannt werdet. Die geistige Welt zeigt mir, dass es ein großes Dilemma ist auf Erden, weil deine Eltern von ihren Eltern nicht geliebt worden sind. Und so geht es durch die ganzen Generationen hindurch. Und so ist jedes Kind nicht gestillt. Es kommen jetzt die Wesen von Antares auf innere Kindheilung spezialisiert und beginnen, dich aufzufüllen, zu nähren mit den Energien von Ich bin so, wie ich bin, richtig. Denn die Ablehnung oder Diskrepanz besteht ja aus dem, ich will nicht verurteilt werden dafür oder belacht werden für das, was ich bin. Und deswegen bist du auch auf irgendeine Art und Weise so unsicher, dass du nicht glaubhaft stehen kannst, dass man dich nicht für voll nimmt manchmal. Diesen Mechanismus löse ich auf und ich lasse jetzt Energien einfließen. Die ganze Welt zeigt, wie sie richtig Energien in deinen Körper einfließen lassen, dass du so eine richtige Bodenhaftung bekommst, dass du so richtig stehst zu deiner Meinung, zu dir. Und diese Ebenen könnten jetzt an den Füßen richtig schwer werden, denn ich sehe jetzt Gaia und ich sehe auch, wie die Quelle selbst richtig die Anteile der Energie durch den ganzen Körper durchfließen lässt. Es könnte sein, dass es jetzt sehr warm wird in deinem Körper. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Quelle sehr viel Energie in deinen physischen Körper fließen lässt. Du wirst also durchflutet mit den reinsten Liebeslichtfrequenzen der Quelle selbst. Und die fließen wirklich bis in die Fingerspitzen, die fließen die kleinsten Kapillare in die Füße hinein. Dein ganzer Körper wird aufgefüllt mit diesem puren, reinen Licht. Und du wirst also mehr und mehr innerlich strahlen, erleuchten. Und diese Zweifel beginnt die geistige Welt jetzt aus deiner Aura rauszustreichen, dass du auch nicht mehr diese Mechanismen anziehst. Oh Gott, ich werde dafür belacht, erniedrigt, nicht für voll genommen. Diese ganzen Mechanismen ziehen, werden im Außen ja quasi angezogen, weil es in deinem Inneren noch eine Art Spiegelung ist, dass du das erwartest, was immer schon passiert ist, die Geschichte, die du kennst. Ich werde dafür belacht, ausgegrenzt, nicht für voll genommen. So wie ich mich als Kind auch nicht komplett geliebt gefühlt habe. Und das passiert mir jetzt wieder als Erwachsene. Und so komme ich aus dem Drama des Kindes gar nicht mehr raus. Und die Wesen von Antares heilen jetzt dieses ganz, ganz tiefe Trauma im Herzen, nicht für voll genommen zu werden als spiritueller Heiler, als spiritueller Mensch. Und Erzengel Shamuel beginnt jetzt, dein Herz mit Liebe zu durchfluten und dieser wunderschöne grüne Aventurin zieht quasi wie ein Magnet Traumata aus deinem Herzen, aus diesem und anderen Leben, in denen du in deiner Spiritualität als spirituelles Wesen, Lehrer, Heiler abgelehnt worden bist. Vielleicht sogar getötet, diese ganz tiefe Angst, ich löse dieses tiefe Angst auf in der letzten Instanz, werde ich nicht nur abgelehnt, sondern ich gehe in den Tod. Ich muss sterben, weil ich spirituell bin, weil ich Zugänge habe zur Wirklichkeit. Dieses tiefe Dilemma und Trauma der spirituellen löse ich auf. In allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenseins. Schutterslöch, Energieslöch, in der Kaschakonik löschen. Alle Blockaden, die einhergehen mit, ich darf mich als spiritueller Heiler nicht zeigen, all diese Blockaden, Erzengel Metatron in der Akasha-Chronik löschen. Und so macht mich die geistige Welt nochmal darauf aufmerksam, dass es genau jetzt die Zeit ist, in der es wichtig ist, dass ihr euch zeigt, in der ihr euch zeigt, in Liebe, in Dankbarkeit, in Mitgefühl. Und wenn ihr euren Eltern begegnet, Verwandten begegnet, Freunde begegnet, die noch nicht weit sind,
dann zeigt ihnen die Spiritualität und die Liebe der Wirklichkeit, in die sie ist, denn sie ist pure Liebe, pure Akzeptanz. So geh nicht in die Frequenz des Widerstands, in der Angst, in des Kampfes, weil du so viele schlimme Erfahrungen gemacht hast in anderen Inkarnationen, sondern wähle den neuen Weg, den Weg des goldenen Zeitalters. Wähle den Weg der Liebe für ihre Gedanken, Meinungen. Wähle die tiefes Mitgefühl, die Toleranz. Wähle diesen Weg. Und so fließt ein göttliches Licht in deinen physischen Körper, emotionaler Körper, mentaler Körper, spiritueller Körper, Bodykörper und Ätherkörper. Du wirst aufgeladen mit Licht. Und die spirituellen Meister, die Engel, sie verneigen sich vor dir. Erzengel Gabriel nimmt dich liebevoll in seine Arme. Und du fühlst und du empfängst die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung für das, was du auf Erden leistest und bist. Und er bedankt sich aus tiefstem Herzen dir für dein So-Sein. Du kommst ganz langsam zurück in deinen physischen Körper. Ganz langsam in dein Sein, in alles, was du bist. Und ich mache das oft ganz gerne relativ schnell, weil ich möchte, dass ihr diese Anteile nicht oben lasst, sondern dass ihr sie hier habt, in euch. Und diese Anteile kehren zurück, aber richtig schön in euren Körper, und ihr manifestiert und verankert euch im physischen Körper, im Hier und Jetzt. Ja, lieber Andreas. Da sind wir wieder. Und wir sind geweckt worden von deiner Klingel zu Hause. Das haben wir schön gehört. Und es waren auch viele Geräusche, aber das macht nichts. Es hat wunderbar geklappt. Erzengel Gabriel hat wunderbar mit Metatron zusammen das für uns gemacht. Auch wenn die Verbindung heute nicht ganz so gut ist, wir haben ein ganz starkes Rauschen in der Leitung. Ich gucke mal, ob ich es technisch noch ein bisschen reduziert kriege. Schau dir dieses Video für genau das, was wir jetzt gemacht haben, damit du mit deinem Umfeld, ob das nun Familie, Freunde, insbesondere auch deine Eltern, wer auch immer in deiner Familie ist, selbstbewusst leben kannst, dass du dein spirituelles Bewusstsein weiter ausbauen kannst. Viele Leute, die trennen das ja. Ich bin ein Spiritueller und der nicht. Das ist ja Kokolores, weil wir sind alle spirituell. Der eine lebt es nur mehr, der nächste lebt es ganz viel, nennt es aber nicht so. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt, als ich noch Fotograf war. Und da kamen Pärchen, die wollten, dass ich ihre Hochzeit fotografiere. Und wo der junge Mann dann sagte, guckte so in meiner Wohnung und sah schon, was für eine Richtung ich so hatte. Ne? Da meinte er, mit deinem spirituellen Kram brauchst du mir überhaupt nicht zu kommen. Dann sage ich, wir wollen auch über Hochzeit reden. Überhaupt kein Thema. Ne? Seine Frau meinte dann, oder zukünftige Frau meinte dann, schade eigentlich. Das fand ich sehr lustig, aber ich habe ihn komplett in Ruhe damit gelassen. Aber dieser junge Mann war der Einzige in diesem ganzen Jahr, der während der ganzen Arbeiten, wo wir die Fotos gemacht haben, für seine Hochzeit, auf seine Hochzeit und danach, als wir ihm die, also als wir die Bilder geguckt haben und er das abgeholt hat mit seiner Frau zusammen, mich insgesamt dreimal von Herzen in den Arm genommen hat. Dieser Mensch braucht das nicht spirituell zu nennen. Er lebt es. Er lebt die Liebe, das Gefühl. Und das reicht vollkommen aus. Wir müssen nicht alle immer darüber nachdenken, sind wir spirituell, sind wir nicht spirituell. Denn sonst kann es auch ganz schnell passieren, dass man in diese spirituelle Überheblichkeit kommt. Und genau das wollen wir aber auch nicht. Denn es ist wichtig, bei uns zu sein und es zu leben, Leuchtturm zu sein. Annelie, hast du abschließend noch eine Botschaft für unsere Zuschauer eben genau dazu? Andreas, ich höre dich leider gerade nicht. Oh, die Verbindung ist ein bisschen unterbrochen. Okay, dann machen wir das beim nächsten Video. Dir ganz herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst.
Ich werde es Annelie dann hinterher auch noch versuchen, irgendwie zu sagen, Annelie, danke, dass wir das zusammen haben machen können. Danke, Erzengel Raphael und Metatron, dass ihr bei uns wart und dass wir das zusammen jetzt so wunderbar haben aufnehmen können. Ja, dann bleibt Annelie und mir jetzt nur, auch wenn sie uns jetzt leider nicht hört, nur noch dir wieder, euch wieder, von ganzem Herzen wünschen wir dir alles Liebe.